Auf geht's. Weitere Runde Valheim gönnen. Für eine Session. So. Ich join schon mal. So. So, wo haben wir denn aufgehört? So, Farb kommt auch gleich. Ist auch schön am Snacken. Und ich werde jetzt erstmal... ich bin exposed. Oh, hier qualmt es komplett ab. Ups. Ja, läuft. Ich wollte ein Feld bauen eigentlich. Ah, der war hier schon, okay. Mini. Süß. Ich habe überlegt, ob ich nicht den... das hier weiterziehe, größer ziehe, den ganzen Bereich. Wäre wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Ja, ja, doch, ich mach das hier. Muss ich leider zerstören. So. Das hier mal ein bisschen gerade machen. Soll nicht zu tief gehen, ja, so, so ist okay, so ist okay. Nein, das geht nicht klar. Also Terraforming ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, in dem Game, muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Oder ich bin zu blöd dafür. Eins von beiden wird es sein, bitte. Ja. Komm der Sache näher. Ich will nämlich jetzt hier das Feld anlegen. Was haust du gerade rein, Farb? Kannst du mich überhaupt hören? Okay, alles klar. Bisschen nach außen aus. Die Freunde hier sind im Weg. Ah, nice. Okay, da greift schon einer an. Zack.
So, das sollte eigentlich passen. Dafür brauche ich Holz. Da direkt mal ein paar Bäume hier. Autsch. Jetzt wird da unten die ganze Zeit die Controls angezeigt. Ne, das ist halt ein Patch jetzt irgendwie so. Gamepad. Kann ich ja ruhig einfach anlassen. Das ist ja okay. Ist das vielleicht hier? Frame Rate Limit reicht auch 120. Show Key Hints wahrscheinlich. Ja. Weil das brauche ich nicht. Ey. Mir Ausdauer, Junge. Ich brauche den Resting Buff. Jetzt auch noch kalt, das ist nicht einfacher. Ach, ich brauche die Workbench. Haha, so, Moment. Machen wir eine hier hin. Damit man hier bauen kann. Das ist hier immer noch nicht. Alles gerade. Jetzt sehe ich hier gerade nicht so viel. Da geht die Bench schon wieder kaputt. Ja. Das sollte. So, da bin ich wieder. Jo, moin. Ist ja auch nicht an reingesteast. Ja. Hast du dir gegönnt? Diablo. Natürlich. Was bestellt? Pizza Dream oder Firma? Palermo. Ach so, okay. So. Lass mal hinlegen, weil dunkel. Ja. Ich baue hier gerade einen Garten. Nice. Ich habe überlegt, vorne rechts, hast du gesehen, wo ich da schon so einen kleinen Anbau gemacht habe? Ja, ich genau. Ein paar Schweine rein. Hier bei Feuer? Hä? Weil da unten kein Feuer an ist, oder was? Ja, ja, wahrscheinlich. Warte, ich komme. Ja, warte, ich muss hier unten Feuer anmachen. Ich habe auch Holz. Komm mal nicht rein. So. Okay. Okay. Jetzt kann man wenigstens noch was sehen. Das ist hier immer Vollkatastrophe. Mhm. Und wir haben den Rested Buff. So, genau. Okay. Ich baue das Beet. Und dann müssen wir gucken. Ich
Im Endeffekt müssen wir wieder Dingens farmen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache mich auch mal auf. So und ich brauche eine Dingens. Ah, wie heißt das Dingens? Ja, ist klar. So eine Hake. Wir haben schon ein bisschen Bronze-Stuff, guck mal. Muss mal gucken, wie ich die mache. Ist das nicht an der... Okay, ich trage zu viel, alles klar. The fuck, was wiegt denn so viel? Ganz so scheiß Holz. Siegt. Ich glaube, an der Werkbank ist das nämlich. Nö. Hä? Können wir die überhaupt schon machen? Vielleicht noch nicht. Doch, da also ich wüsste ja auch nicht wo. Was ist das mit der Ho? Nee. So eine fucking Hake. Ich google das jetzt. Nice, ich habe noch einen Kupfervorkommen gefunden. Cultivator Tool, genau, ja, aber. Corewood. Ah, weil wir noch nicht das andere Holz gefunden haben, boah. Wir müssen erst die Axt machen. Axt machen. Ja, ja. Da brauchen wir eh beide. Ich guck mal eben. Heißt Kupfer und ich habe bis jetzt nur Stein gekriegt. Komisch. Bronze-Axt, ne? So, ich mach erstmal Bronze. Brauchen wir ordentlich Bronze. Zinn und Copper. Brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zinn. Ja, das ist immer im Verhältnis, brauchst du zwei Kupfer, einen Zinn. Mhm. Ich hol jetzt erstmal Kupfer. Wird die Schmiede noch krass größer? Also kommt da noch viel Stuff hin? Was wollte ich meinen? Glaube ja. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich meine, ich eine Sache, die man da drüber hängt, kommt noch. Mhm. Meine ich. Oh, die Barren sind so schwer, ne? Ja. Alter, wiegen die viel. Ich baue nämlich nochmal hier Kisten dran. So. Dann einer da drüber setzen. So. Den ich da drauf. Steht er wieder im Weg, Alter. Die Scheiße.
Naja, muss funktionieren. Nicht gut aussehen. Da muss ich einmal abreißen hier, die Scheiße. Okay. Zack. Das ist schief, Junge. Ja. Jetzt will ich hier rumbasteln, kurz reparieren. Mission ist too exposed. Shit. Geht doch. Für alles eine Lösung. So. Die Kohle kommt hier schon mal rein. Was haben wir denn hier nochmal? Oh, hier haben wir schon Barren drin, ne? Ich pack die mal rüber auf die andere Seite. Ich habe nämlich auf der anderen Seite immer genau so ein kleines Lagerhäuschen gebaut. Ich schaffe das darüber. Wo kann ich eigentlich eben? Ich mache dann direkt Bronze-Action hier, ne? Ja. Bronze Axt braucht Leather Scraps. Wir brauchen für, wenn jeder eine Axt haben will, brauchen wir 16 Bronzebarren. Einen brauchen wir noch. Zack, haben wir. Okay. Zack. Ich will die Kiste hier drin hängt. Okay, so schon besser. Nice. Dem Tower hier. Sieht übertrieben comfy aus. Oh, ja. Auch eine Pummelei. Ist nochmal ordentlich Kupfer unter der Erde. Das ist nice mit der Erde. Dann unten mich mal mit. Steine können weg. Enemy shit. Ah, Leather Scraps haben wir hier. Ich nehme die direkt mal mit. Eigentlich bräuchte man einen Durchgang zum Lager. Da müssten wir nicht immer rumlaufen. Aber steht hier schon alles voll. Scheiße. Egal, dann ist das jetzt so. Dann ist das jetzt so. Genau. Bronze-Axt. Wir brauchen noch ein Leather Scrap. Wenn du ein Schwein findest, lockt das am besten sogar rein. Haben wir
die vermehren sich dann nicht. Ja, aber kann man, das kann man doch auch irgendwie unlocken. Meine ich. So. Das ist halt ein bisschen klein, ne, das Gehege, oder? Ja, ich hab das erstmal provisorisch gemacht, weiß nicht. Keine gute Tierhaltung. Passen wir uns Deutschland an. So, aber ich hab Feinwood gefunden. Jetzt können wir auch können neue Stühle machen, die Portale, Tische und so. Dadurch nice. Können wir das Comfy Wested Level den Bonus erhöhen. So ein Forge-Cooler können wir machen mit Kupfer und Feinwood. Dann ist die Forge nochmal eine Stufe höher. Fermentierer. Ah, ja, den brauchen wir auf jeden Fall. Da muss man auch so den Baum, wir nehmen dieses kleine Lagerhäuschen, weil da muss man auch so einen komischen Holzsockel setzen, glaube ich. Irgendwie sowas war da. Ja, ich glaube, den konnte man nicht einfach auf den Boden hauen. Ja, ja, genau. Dann kann ich doch theoretisch direkt. Ja. Der Boden ist hier zu. So. So. Ich weiß nicht, ob das genauso klappt, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Nice and Double Hit. Weil hier alles so uneben ist. Ist halt richtig scheiße, hier manchmal zu bauen. So. Geht doch. Eben der Fermentierer. Boah, ist schon öschi. Aber das passt schon. Das war ein öschi. Das stimmt. Das ist echt viel Kupfer unter der Erde, ey. Ja, das ist immer so ein ganzer fetter Klumpen.
So, da muss er zu gehen. Okay. Restliche Holz benutze ich für den Zaun. Ich droppe dir hier ein bisschen Finewood. Dann kannst du das gleich aufheben. Ja. Wie stack ich das denn nochmal? War ich mit Steuerung? Ne, mit Shift, okay. So. Ja. Yeah. Komfort 7. So, jetzt wollte ich meine eigentliche Aufgabe machen, nämlich Motherfucking Zaun bauen für Gehege. Wird. Ja, die scheiß Werkbank. Könnte ruhig mal größer sein, die Range. Vier Holz kostet so ein Ding, Alter. Okay, so viel zum Thema Wood. Aber jetzt müsste ich ja Speedcore abbauen können. Ich gerade Zinn Action da unten. Kupfer erstmal, danach mache ich Zinn One. Ich erstmal hier ausgegraben, weil das so riesig ist. Ich mache gleich auch einmal ein One. Need that shit. Ja. Geht sogar noch, weil es nicht so weit ist. Ich hoffe, wir haben den Sumpf nicht so mega weit, weil das war immer ätzender. Mhm. Da fliegt wieder alles aufeinander. So, wie viel Gut habe ich? Das sollte passen.
Morgen mit Atti Roadstop. Der Geburtstag. Nice, chillig. Schon Bock drauf. Ist das die Nummer? Pipapo? 69, hä? Ach so. Jo, die Zeit fliegt, hä? Das tut sie allerdings. So. Woodstack. Wo ist es da?